Servus Leute, zurück zu... Was? Eine Chat-Message? Egal. Zu Might and Magic X. Wir sind hier zurück in... Wo bin ich hier eigentlich? Egal. Wir müssen mit dem Stadtgardisten reden, weil der hat Informationen über Hart. Der Ritter. Ja, der hat gerade das Tor passiert. Ich glaube, er wollte nach Westen. In die Wände von John Chal. Erstens das und zweitens, ich habe, normalerweise bin ich ja einer, der bei Uplay auch immer schimpft, aber das ist was Nettes. Bei Uplay kann man für 30, wie auch immer die Punkte heißen, die man da sammeln kann, hier 4 legendäre Gegenstände freischalten. Das habe ich gemacht. Jetzt brauche ich bloß jemanden, der identifizieren kann. Wo ist denn hier ein Shop? Du, glaube ich, Meister der Armbrust. Konntest du nicht identifizieren? Gleich mal ausprobieren. Ausrüstung bestimmen. Sehr geil. Alle Objekte bestimmen. Schauen wir gleich mal, was wir da Schönes bekommen haben. Der Hacker. Tja. Oh, das ist das Equip von Crackhack? Das ist der Helm. Tatsächlich, Crackhacks Helm. Nice. Und eine leichte Rüstung. Unzerbrechlich. Die lege ich mal ihr an. Halt. Ah, Experte brauche ich dafür. Das ist natürlich bitter. Wer kriegt denn die Kopfbedeckung? Experte magische Foki. Entweder du oder du. Wer hat denn da den besseren? 16 und 18? Feuermagie? 18 bis 20 plus Schaden Feuer. Da würde ich sagen, der mit Feuermagie Boni ist sogar besser. Einen höheren Luftgeist. Vielleicht steigert er auch Luftmagie. So, ich habe hier einen schönen Helm. Die mit Crackhacks Helm. Sieht bestimmt witzig aus. Andererseits, du hast schon einen gescheiten Helm, alle anderen nicht. Dann kriegst du als Zwerg Crackhacks Helm. Das hat doch Style. Das kann ich noch gebrauchen und für die zweihändige Axt eher nicht. Ah, das war nicht ich, was der gerochen hat. Ich weiß nicht. Schön. Ja, schön. Ja, schön. Tja, was tut er? Er hat einen fahren lassen. So, wir gehen jetzt in den Wald, wo uns das Schicksal hingeführt hat. Oder wo Hart hingegangen ist. Wir suchen ihn auf und dann stellen wir ihn zur Rede. Ja, was soll denn das hier? Ach, das Spiel ist so geil. Und jetzt, da ich noch ein bisschen legendäre Gegenstände habe, ich glaube, ich muss leichte Rüstung als nächstes bei der einen appen, damit ich die Rüstung anziehen kann und die Erfahrung sammeln kann. Weil die werden richtig stark, die Gegenstände. Schade, dass da kein Schwert dabei gewesen ist. Oh, ein Schwert ist mir geil. Hier muss ich hin. Da rein. Da ist er. Wo ich das weiß? Ah, keine Ahnung. Weil da letztens nichts war. Na, wobei, das kann man holen, wenn wir wieder zurückgehen. Wald von John Chai. I feel observed. Ach, laber nicht. Ja, die Kiste habe ich schon geöffnet. Dunkelheit war. Ah, schaut euch das an. As the raiders explored the forest of Yon Chal, they overheard the sound of two voices talking deep within the woods. One man, one woman. Their tone was argumentative, yet tender. Okay. The raiders had found the secret meeting place of two. Nein, jetzt. Die hat einfach weiter erzählt.
Die Schatzjäger hatten den geheimen Treffpunkt eines Liebespaares gefunden, dessen Lieben unter einem schlechten Stern stand. Denn der Mann war niemand anderes als Lord Hard. Doch die Frau mit ihrer blassen Haut und den zarten Zügen war eine Elfe. Psst, da kommt jemand, Elladin. Er legt die Hand auf das Heft seines Schwertes, um es jederzeit ziehen zu können. Stell dich hinter mich, meine Liebe. Wenn es wieder dieser Inquisitor ist, könnte er... Er erkennt euch. Ihr seid diese Schatzjäger, die ich in Seehafen getroffen habe. Was macht ihr hier? Seid ihr mir gefolgt? Der Inquisitor hat uns angeworben. Ach, ich wusste es. Es ist wie ein Schattenwolf, der Blut wittert. Er wird uns nie in Ruhe lassen. Ich weiß eure Ehrlichkeit zu schätzen, auch wenn sie uns zum Verhängnis wird. Lass dir nicht von düsteren Gedanken die Laune verderben, Geliebte. Diese Begegnung ist kein Zufall. Das kann ich Malassas Flüstern entnehmen. Diese Schatzjäger haben eine Rolle in unserer Geschichte zu spielen, Elladan. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das hat mir Malassas nicht verraten. So sei es. Ich vertraue deinen Instinkten, Liebste. Auch wenn ich an deinem Drachen zweifle. Also, Schatzjäger. Wie soll es weitergehen? Werdet ihr uns beim Inquisitor denunzieren? Lördan ist meine Frau. Jetzt kennt ihr mein düsteres Geheimnis. Ich habe eine Elfe aus Talat geheiratet. Nicht, was ihr erwartet habt. Habe ich recht? Ich bin hier auf der Halbinsel gezogen, weil es zunehmend gefährlich für uns wurde, uns im Hirschherzogtum zu treffen. Trotz unserer Bemühungen wurden die Leute misstrauisch wegen meiner regelmäßigen Ausflüge in den Wald. Ich bin wohl einfach kein guter Lügner. Zuletzt hat Lia versucht, mir dabei zu helfen, das Versteck der Banditen zu finden. Ich bin sicher, sie haben hier irgendwo in diesem Wald einen Unterschlupf, aber bisher konnten wir ihn noch nicht ausfindig machen. Hart und Lördern. Ja, wollen wir das wissen? Ach, nee. Verlassen. Und mit ihr? Die Elfe bei der Schmiede. Malassa hält nicht viel von direkten an. Weiß ich nicht. Man überlegt nicht. Okay. Naja. Trotzdem. Die könnten mir einen Schatz geben. Also obliegt es mir, die zu verpfeifen? So, that's where firewood is harvested. Oh ja, mein kleiner Zwerg. Hier wird Holz gesammelt zum Feuern. Feuer, Holz. Ups. Hoffentlich gibt es jetzt voll viel Erfahrung. Und... Ja, wobei. Ich höre hier... einen Schrein in der Nähe. Egal. Wir gehen jetzt zum Inquisitor, sagen hier... der sucht nach Dieben im Wald und dann lassen wir das Paar in Ruhe. Also ich habe nichts dagegen, wenn Menschen und Elfen sind hübsch, ja, warum nicht? Menschen sind flexibel. Hab ja auch eine Elfe dabei. Und einen Mensch. Also von daher. Ja, weit gehen die Wahrheit. Sagt Lord Hart, handle nur deswegen so verstohlen, weil er versucht, das Versteck der Banditen ausfindig zu machen. Ich spüre keine Lüge in euren Ausführungen. Vielleicht habe ich mich in Bezug auf Hart geirrt. Was? Eine Belohnung? Eure Taten haben Elrad gefallen. Das sollte Belohnung genug für euch sein, Pan. Schließlich ist es als Kreuzritter eure Pflicht, dem Licht zu dienen. Boah, diese Ratte. Warte, jetzt habe ich nicht genau gesehen. Wusste gar nicht, dass das auch immer angezeigt wird. 500 Erfahrungen haben wir bekommen. Und Level-Ups. Das ist nicht schlecht. Macht, Wahrnehmung und Vitalität. Wobei, Vitalität finde ich gar nicht so schlecht bei ihm. Ich will den Geist erhöhen. Weil, ich will ja mit ihm ja auch zaubern können. Demnächst. Bei dir? Macht?
erfahrenem Glück, Geist. Auch mit dir möchte ich in naher Zukunft zaubern können. Oder mehr zaubern können. Du hingegen, Standard. Du machst den Standard. So, bei dir. Du musst jetzt mal... Ich habe letztens gesagt, Wassermagie wäre nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, noch keinen Meister in magischen, Großmeister in magischen Foki getroffen. Deswegen würde das jetzt nur bedingt für sich verbessern. Wassermagie. Oder die Luftmagie weiter stärken. Ach ja, habe ich schon gezeigt. Ich habe neue Zauber. Wirbelsturm und Kettenblitz. Ich glaube, dahingehend... Ach, das ist immer so schwierig. Genau, bei dir leichte Rüstung. Bei dir? Um die Magie noch mehr zu steigern, wäre Kriegsführung ganz brauchbar. Und die Lichtmagie. Weil das erhöht ihr maximale Mana, genau. Okay, jetzt fehlt nur noch bei dir. Sollte ich mal Wassermagie auf die nächste Stufe bringen? Ich glaube ja. Da gibt's ein paar nützliche Zauber. Bestimmt. Da denke ich, ist das keine dumme Entscheidung. Der hat auch einen neuen Zauber. Feuerschwall. Schickt allen Feinden im Umkreis von 3 einen Feuerschwall entgegen. Also im Umkreis. Angrenzenden Feldern. Muss ich mal genau überprüfen, wie das funktioniert. Genauso wie der. Der 4 Runden lang Feinden hinterherjagt. Wieso sollte er Feinden hinterherjagen? Weil Feinde flüchten ja normalerweise nicht. Zumindest meine nicht. Bisschen enttäuschend. Okay, gehen wir wieder zurück in den Wald. Da gibt's noch ein paar Orks zum Schnetzeln. Mindestens. Und diese Orks werden keine leichten sein. Diese Orks werden zäh und hart. Außerdem glaube ich, weiß ich auch, dass es da in dem Wald doch weitergeht. Da gibt es nämlich, habe ich gesehen... Ich habe nämlich auch mal ein paar andere Let's Plays geschaut. Wie die das so jetzt gemacht haben. Warte, bin ich hier richtig? Nein. Und da habe ich doch einen kleinen Denkfehler gemacht. Im Wald. Deswegen, da gibt's noch was. Noch etwas ganz Bedeutendes. Die Quest da, den Franzosen zu jagen. Ja, die existiert immer noch. Und die ist auch als nächstes dran eigentlich. I'm voting to make camp. Who's with me? Immer diese müden Leute hier. Schön auf der Karte bewegen. Gar nicht mehr irgendwo was anschauen. Nur die Karte. Genau, hier oben, oder? Na, sehr starke Banditen. Da oben. Da kann man, glaube ich, weiter. Vorher aber erstmal speichern. Ich glaube, an denen kann man vorbei. Ja. Ich habe bloß den Fehler begangen. Bin ich letztes Mal da einen Schritt in die Richtung weitergelaufen. Und das war der Fehler. Aber erst möchte ich jetzt trotzdem schauen, was mit den Orks dort hinten ist. Die interessieren mich doch ein bisschen mehr. Nicht so rumheulen, bitte. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit dem aus? Oh, der kriegt schon fast ein Level. Das ist geil.
Great, I needed to hit something. Great, I needed to hit something. Kettenblitz soll stark sein. 33 bis 78 Mal so hoch ist wie die Anzahl der Ziele. Im Umkreis von 3. Es wären 4 Ziele. Müsste eigentlich alle treffen, oder? War jetzt nicht sehr überzeugend. Wie sieht das mit dem Zauber aus? War auch nicht sehr überzeugend. Naja, gegen die müssen wir Nahkampf. Verteidigung. Haben wir einen Wirbelsturm? Macht er jetzt jeden Zug Schaden? Scheinbar. Ja, dann ist es ein guter Spruch. Ja, das ist ein Schattenpanther. Dass die so viel aushalten. Für die hätte ich einen kleinen Trank. Oh, wohl können. Das ist ein stinknormaler Goblin. Das ist ein Level Up, ja. Dann steigern wir doch direkt hier deine Werte. Und deine Fertigkeit. Ich glaube, Großmeister Magie, Feuermagie habe ich schon gefunden, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. So, nein, keinen Feuerschwall. Lieber eine Rüstung. Du könntest wieder so einen Wirbelsturm machen. Okay, das sind jetzt 3 Gegner. Wow. Du brauchst ein Tränkchen. Okay, okay, okay. Dann. Ja. Ach, die sind zu gut. Dann machen wir es so. Und hauen drauf. Genau, das läuft doch so auch. Der andere Panther. Nein, tut's nicht. Okay, Wiedererfahrung bekommen. Verteidigung hoch. Und drauf. Die Rüstung ist abgenutzt. Das ist nicht gut. Ja. Kaboom. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie das überleben wird. Das wird zwar nicht einfach werden, aber... Nun muss uns der Feind angreifen. Wow! Das hat wehgetan. Jetzt kannst du ihn wieder anschreien. Yes! Puh. Und deine Rüstung ist kaputt. Ah, ja.
naja, es gibt Schlimmeres. Plus 9 Schaden. Luft hat's dazu bekommen beim ersten Level Up. Und das Teil hatte noch keins. Komisch. Okay. Sei's drum. Das hat noch keins. Magischer Schwäche, Magie. Und das ist auch noch nicht auf dem höchsten Wert. Aber der Rüstungswert ist hoch. Braucht sie eigentlich einen hohen Rüstungswert? Eigentlich nicht. Sie hat ja Ausweichenwert ziemlich hoch. Naja. Es ist wieder Tag. Es wird gespeichert. Und beim nächsten Mal schauen wir uns diese Gegend weiter an. Oh, da vorne ist ein Regenbogen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.